Hallo zusammen. Nichts und niemand kann so überraschen wie Mutter Natur. Und wir haben den Beweis. Heute bekommt ihr allerhand außergewöhnliche Lebewesen, wunderschöne Phänomene und noch vieles mehr zu sehen. Lasst uns loslegen. Das wirkt wie ein Portal zur Unterwelt, doch es sind lediglich die Folgen eines Blitzeinschlags in den Baum. Bienen arbeiten so viel, dass sie manchmal auch ihren Kopf lüften müssen. Okay, war nur ein Scherz. Ihr Nervensystem ist so aufgebaut, dass sie eine Zeit lang ohne Kopf weiterleben können. Die Seeigel in Guatemala sehen aus wie außerirdische Lebewesen. Alle Freunde von Sandstränden, aufgepasst! Extrem spitze Zähne und eine bis zu 3 Meter Körperlänge sind das Markenzeichen dieser sympathischen Lebewesen, die australische Strandwürmer genannt werden. Ich hoffe, ich habe euch nicht die Lust auf Urlaub verdorben. Der Wintermorgen beschert der Frau eine originelle Autoabdeckung und uns guten ASMR-Content. Ein kräftiger Wasserstrahl, der aus einem Baum strömt. Sieht seltsam aus, oder? Das passiert, wenn sich zu viel Flüssigkeit im Stamm ansammelt und der Baum von innen zu verrotten beginnt. Deshalb ist es wichtig, ihm gelegentlich zu helfen, das überschüssige Wasser loszuwerden. So wie der indische Ochsenfrosch klingt, könnte er durchaus Soundtracks zu Folkhorrorfilmen komponieren. Ich glaube, ich weiß, was euch heute Nacht als Albtraum heimsucht. Venom scheint wirklich zu existieren. Mal Spaß beiseite. Es handelt sich um eine Spezies namens Meeresstrudelwurm. Sie könnte aber tatsächlich der allgemein bekannten Marvel-Figur als Vorbild gedient haben. What is up with this tree? It is fallen. But then all of its branches are like trees now? But they're like suspended in the air by this fallen tree? It's so cool. Nature is. Is so mad. Kammeis ist natürliches Anti-Stress-Spielzeug. Es ist erstaunlich, aber der Winter kann sogar ein Auto in eine Eisskulptur verwandeln. It's not snow. Entweder sind nur diese Steine verzaubert oder es geht an diesem ganzen Ort nicht mit rechten Dingen zu. Anders kann ich mir das nicht erklären. Feels like the Matrix. From the flashlight. I don't get it. I don't get it either. How do I just put it back? Der Uploader des Videos scheint herausgefunden zu haben, dass er in einer Truman-Show lebt. Denn wie sonst wäre dieser Schatten zu erklären? From the flashlight, when it's the sky behind the tree. And why is there a stop point at the end of my flashlight when it's pointed at the sky? Why isn't it going on?
I don't think I have either, not in the sky. It just kind of disappears, you know? Keine Sorge, den Winzlingen geht es gut. Es sind Weichschildkröten, die sich im Sand vergraben, um so den Winter zu überdauern. They do like a video. Hat jemand von euch eine Erklärung, wie das passieren konnte? Was man nicht alles an Meeresbewohnern antreffen kann, wenn man sich mit dem Boot ein paar Kilometer von der Küste entfernt. Check this out, this is cool. Not really. Für die, die noch keine Steckdosenphobie haben. Warum etwas reparieren, das funktioniert? Bestimmt hat einst ein ähnlicher Schwarm Hitchcock auf die Idee für sein Meisterwerk Die Vögel gebracht. Nach dem, was man hier sieht, muss er alle Fischerrituale erfolgreich durchlaufen haben. Es scheint die erste Schlange der Welt zu sein, die das Kriechen verlernt hat. Kaum ein Wetterfrosch könnte so einen Niederschlag vorhersagen. Wer Bali besucht, sollte aufpassen, dass er sich beim Verlassen des Flughafens nicht in einem Spinnennetz verfängt. Wusstet ihr, dass man Quallen nicht nur unter Wasser begegnen kann? I thought it was a plane falling at first, now I don't know what it is.
It's the wildest I've ever seen in my life, bruh. Stellt euch vor, ihr geht abends spazieren und entdeckt in der Nähe eures Hauses so etwas. Das sieht aus wie eine Riesenraupe oder ein Drache, aber in Wirklichkeit ist es eine ganz normale Schlange. Sie hat einfach zu lange im Sumpf gelegen und ist inzwischen mit dickem Moos bedeckt. Diese eine Drama Queen, die sich wegen jeder Kleinigkeit aufregt, um im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Und wusstet ihr, dass Frösche sich so verhalten können? Dieser magnetische Sturm wirkt wie aus einem Computerspiel. Guckt mal! Ein Video für diejenigen, die immer noch glauben, dass der Blitz nicht zweimal an der gleichen Stelle einschlägt. Und irgendeine von ihnen muss diese Route geplant haben. Das Wasser ist so kristallklar, dass es scheint, als ob die Fische über dem Boden schweben würden. Umwerfend. Dieser Tiefseebewohner sieht aus wie eine Figur aus Rick and Morty, stimmt's? Man hat das Gefühl, sie würden aus dem Becken klettern und anschließend den ganzen Planeten erobern, wenn man ihnen die Nahrung vorenthalten würde. Denkt an dieses Video, wenn ihr mal auf die Idee kommt, eure Hand in ein Erdloch am Strand zu stecken. Wusstet ihr, dass man in Brasilien als Arachnophobiker genauso aufpassen muss wie in Indonesien und Australien? Ontem tava só o capim, hoje não, já tá o capim e essas... Diese Stadt hat sicher keine Probleme mit der Geburtenrate. Shit.
Wir dachten uns, dass ihr es verdient, diese Bilder zu sehen, bevor die UFO-Forscher es tun. Okay, es hat nichts mit Aliens zu tun, es sind nur die Scheinwerfer einer Lichtshow in Großbritannien. Aber das sieht trotzdem ziemlich bedrohlich aus, nicht wahr? Der Uploader des Videos behauptet, dass es sich bei dem mysteriösen Objekt am Himmel um ganz normalen Rauch handle. Glauben wir ihm aufs Wort oder habt ihr eine andere Erklärung? Ihr irrt euch, wenn ihr denkt, dass es Treibsand nur in heißen Ländern gäbe. Diese Bilder wurden in Chicago aufgenommen. Diese Aufnahmen könnten aus einem Fantasy-Film stammen, doch sie sind 100%ig echt. Geckos besitzen eine Superkraft. Sie werden nie nass. Neuseeland wirkt wie ein anderer Planet mit der eigenen Flora und Fauna. Dieser Moment, wenn dein Fitnesscoach dafür sorgt, dass du die Diät einhältst. Wer auf magische Orte steht, sollte den See in der kanadischen Provinz Alberta unbedingt einen Besuch im Winter abstatten. Irgendwelche Ideen, was ihr gerade auf diesen Bildern von den Bahamas seht? Nun, ihr wärt wahrscheinlich nicht selbst darauf gekommen, wenn ihr noch nie von Seehasen gehört habt. Es handelt sich um eine Art von Meeresschnecken, die unglaublich komisch aussehen und sich bewegen. Ihr habt zwar nicht darum gebeten, aber ich zeige es euch trotzdem. Die Schnecke legt ihre Eier durch eine spezielle Pore an ihrem Hals. Solche vulkanischen Wirbelringe entstehen am Himmel bei Vulkanausbrüchen. Und diese Aufnahmen stammen aus Sizilien. Alle Kolibris sind ohnehin wunderschön. Und dieser hier hat auch noch eine eingebaute Neonbeleuchtung. Manchmal ist das Interessanteste an einer Sonnenfinsternis nicht das, was am Himmel stattfindet, sondern am Boden. Ein weiterer Hinweis, dass wir in einer Simulation leben. Wie können echte Wolken so schön sein? Diese Pflanze wird schamhafte Sinnpflanze genannt und ihr werdet gleich verstehen, warum. Wer wagt jetzt noch zu behaupten, dass Pflanzen keine Gefühle hätten? So
So in etwa muss das Tor zum Paradies aussehen. Keine Vandalen haben diese Autoscheibe angefasst. Es war das Sonnenlicht, das das Eis auf der Scheibe so schön schmelzen ließ. Wenn man die Art und Weise betrachtet, wie diese Korallenpolypen ihre Tentakel bewegen, wird einem klar, warum es in der Antike so viele Mythen über Seeungeheuer gab. Erstaunlich, wie atemberaubend Gewitterwolken vor einem Sturm aussehen können. Dieser Fisch ist so durchsichtig, dass es schwerfällt zu glauben, dass er nicht am Computer gezeichnet, sondern echt ist. Ob dem Herrchen aufgefallen ist, dass sein Jagdhund ein wenig gewachsen ist? Und doch ist es Mutter Natur, die die besten Bilder erschafft. Diese Erscheinung tritt an den Rändern von sich optisch in der Nähe der Sonne befindenden Wolken und entsteht durch die Begegnung der Lichtstrahlen an Wassertröpfchen oder Eiskristallen. Die Antwort auf die Frage, wie die Natur so etwas Schönes erschaffen hat, lautet: Das sind Methanblasen, die sprudelnd aus den Tiefen des Sees gestiegen und gefroren sind. Solche Unterwassereiskugeln können durch krasse Temperaturschwankungen und starke Windböen praktisch in jedem See entstehen. Allerdings ist es ein äußerst seltenes Phänomen. Guckt mal, wie riesig dieses Tiefseeungeheuer ist, das in Peru gefangen wurde. Es ist ein Riemenfisch. Kein Wunder, dass er als Vorbote für Erdbeben, Tsunamis und andere Naturkatastrophen gilt. Ihr werdet niemals erraten, worum es sich bei diesem Ding an der Wand handelt. Das sind Zitterspinnen und stellt euch vor, es gibt Draufgänger, die bereit sind, dieses Nest mit bloßen Händen zu berühren. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Diese Spinnen sind harmlos, auch wenn sie furchterregend vibrieren, wenn sie Gefahr wittern. Für die, die glauben, dass die Ornithologen bereits sämtliche Vogelarten auf unserem Planeten erforscht hätten.
Não é nada. Olha lá, vem mexicano. Es ist weder ein Kunstwerk noch ein Werbeobjekt. So sieht eine seltene Maissorte namens Glass Jam aus. Stellt euch vor, welch farbenfrohes Popcorn daraus wird. Die Stare sind heute für die Flugschau verantwortlich und sie sind darin echte Künstler. Solche bunten und dichten Wolken sind zwar faszinierend, aber wenn sie so gigantisch werden, wird einem ein wenig mulmig zumute. Dank den biolumineszierenden Organismen hat das Wasser in diesem See eine wunderschöne bläuliche Färbung angenommen, die mit keiner Poolbeleuchtung zu vergleichen ist. Das passiert, wenn eine Wasserleitung unter einem Feld platzt. How wet are your shoes? About 15-20 minutes after, this is a 2-inch mainline break. Costa Rica ist die Heimat dieser beängstigenden Höhle, die die Einheimischen als Höhle des Todes bezeichnen. Jeder, der sie betritt, kommt nicht mehr lebendig wieder heraus, heißt es. Klingt gruselig, nicht wahr? Es liegt daran, dass die Luft da drin mit Kohlendioxid überfüllt ist. Der Salzsee in der ägyptischen Oase Siwa ist nicht nur für sein kristallklares Wasser bekannt, sondern auch dafür, dass ein Schwimmer aufgrund des hohen Salzgehaltes darin kaum untergehen kann. Wenn euch solche Kerlchen im Ozean begegnen sollten, grüßt sie einfach. Das sind Salpidae. Sie sind immer mit sich selbst beschäftigt und dadurch völlig harmlos. Wer eine Frau beim ersten Date beeindrucken will, sollte ihr so eine Blume schenken. Um euch die Recherche zu ersparen, kläre ich euch auf. Sie heißt Riesenrafflesie und wächst in Indonesien. Die Sache hat aber einen Haken. Ihr Kadavergeruch könnte euch das Date ein wenig vermasseln.